Liebst du deinen Akkuschrauber? Ich war beim Meister der Maschinen und der Meister der Maschinen hat mir gezeigt, wie man es richtig macht und ich wusste es gar nicht. Pass auf. Normalerweise Bohrer in den Akkuschrauber. Ich lasse den reinfallen. Kabumm. Drehe die Richtung um, mache den Bohrer fest und denke, alles klar. Ne? Kennt ihr das? Ihr bohrt irgendwo rein, der Bohrer bleibt stehen, euer Futter dreht weiter. Tata, jetzt kommt der Trick. Hier drin, hier in der Mitte drin, wo ist er? Da ist er, da in der Mitte. Da seht ihr eine Schraube. Und diese Schraube macht ihr kaputt. Wenn ihr den Bohrer reintut, runterfallen lassen, ein Stück rausziehen, also wirklich ein Stück rausziehen, hier, dann die Drehrichtung ändern und den Bohrer festmachen. Was passiert, wenn ihr den nämlich festmacht? Der Bohrer wird ein Stück zurückgezogen. Und durch dieses Zurückziehen klemmt dieses Dreibackenfutter um den Bohrer rum. Ja, wenn der Bohrer nun ganz unten liegt, kann er nicht mehr zurückziehen. Und ihr bohrt und irgendwann bleibt der Bohrer stehen. Und beim Zurückziehen, weil ihr ja erschrocken seid, hängt der Bohrer an der Wand oder in eurem Werkstück. Nicht so gut. Müsst ihr wieder ran und den mit laufender Maschine im Werkstück wieder. Und ja, ganz einfacher Trick. Super simpel. Ihr nehmt den Bohrer, zieht den wieder ein Stück hoch. So kann man es machen und macht dann euer Bohrfutter zu. Und knack und fertig. Ja, der Meister der Maschinen hat es mir erzählt. Ich weiß es jetzt. Ihr auch. Schönen Tag noch.